Willkommen zu einem weiteren herbstlichen Lifehack-Test. Wir haben nämlich gefunden, dass man angeblich mit einer Mikrowelle und mit einem Apfel ganz einfach Apfelchips herstellen kann. Und ob das so funktioniert, stelle ich mir eher ein bisschen schwierig vor. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal. Und alles, was ihr dafür braucht, ist ein Apfel und ein Teller und ein bisschen Backpapier und natürlich eine Mikrowelle. Und das war es eigentlich auch schon. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert, aber wir starten jetzt direkt mal durch. Und zwar nehmt ihr euch hier ein bisschen Backpapier, müsst euch das jetzt erstmal auf die Größe eures Tellers zurechtschneiden. Okay, Sitz passt, wackelt und hat Luft. So, das brauchen wir aber jetzt gleich. Erstmal schneide ich meinen Apfel in dünne Streifen und zwar immer in diese typischen Apfelringe, sag ich mal. Also schneiden wir den jetzt einfach so hier runter. Wenn ihr einen schlauen Apfelentkerner habt, könnt ihr natürlich euren Apfel vorher entkernen. Sowas haben wir aber leider nicht, deswegen wird es jetzt einfach runtergeschnitten. Entkernen gibt's hier nicht. Optimal ist natürlich, wenn ihr dafür ein scharfes Messer benutzt. Sowas besitzen wir aber auch nicht. Insofern, so. Das müsste eigentlich lang. Ich glaube, dass das nicht dünn genug ist, aber dünner kriege ich es nicht hin. Das ist jetzt so bei Millimeter, anderthalb Millimeter, irgendwie sowas. Also ich habe die Apfelringe jetzt hier schon geschnitten und jetzt trockne ich die gerade noch so ein bisschen mit so einem Papiertuch ab, damit die möglichst viel Feuchtigkeit verlieren und schon so trocken wie möglich in die Mikrowelle kommen. Das Ganze kommt jetzt für insgesamt 4 Minuten in den Mikrowellenofen. So, rein mit euch. Tschüss. So, 4 Minuten dürfen die jetzt hier drin bleiben und dann gucken wir uns die ganzen mal an und drehen sie später nochmal um. Yo, 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 4 Minuten sind vorbei. Gucken wir mal, wie es in der Mikrowelle aussieht. Aha, sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Auf jeden Fall ganz schön viel Flüssigkeit raus. So, und jetzt soll man die einmal wenden. Haha, Teller sind heiß. Doch sind die aber ziemlich weich hier, wenn ich das mal so sagen darf. Wabbelchips. Vielleicht müssen wir die auch noch länger in der Mikrowelle lassen. So, alles einmal gewendet. Und dann nochmal eine Minute. Vielleicht auch zwei. Wir werden sehen. Die Minute ist vorbei oder die anderthalb. Wir gucken mal, wie es hier drin ausschaut und ob es sich schon lohnt, die Dinger rauszunehmen. Eher so medium. Ich glaube, die können noch ein bisschen. So ein bisschen Labber. Ich lasse die noch mal ein bisschen drin. Das halten die schon aus. Bin da positiv. Oh, und hier ist auf jeden Fall ein bisschen Action gewesen. Ich würde sagen, die sind fertig, weil wenn ich die jetzt noch länger da drin lasse, dann macht sie boom. Heiß, 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 heiß. Das Ganze soll jetzt 10 Minuten noch abkühlen, bis man das essen kann. Würde ich sagen, lassen wir das noch 10 Minuten abkühlen. Tick-Tack, Tick-Tack. Unsere Apfelringe konnten jetzt, Apfelringe in Anführungsstrichen, konnten jetzt hier ein bisschen kalt werden, trocknen oder wie man es auch immer nennen kann, soll, muss. Und leider, habe ich jetzt schon festgestellt, ist die Konsistenz alles andere als chipsartig. Also das ist eher so Kaugummiartig. Selbst diese kleinen, feinen, dünnen hier, die sind nicht wirklich chipsig, sondern eher so wie Süßkartoffelpommes halt so. Bleh. Die müsste man einfach frittieren. Dann, damit sie gut werden, die Dinger. Das fühlt sich an wie Leder. Naja, aber der Geschmack zählt ja auch, deswegen probieren wir das Ganze jetzt hier mal. Erstmal so was Hauchzartes. Ein minimaler Crunch. Minimal. Sonst schmeckt es halt nach Apfel. Also es schmeckt halt schon nach Apfel. So, ne? Wie Apfelchips schmecken. So, und hier die schmeckt schon ganz lecker. Hat auch einen minimalen Crunch. Und man schmeckt auch ein bisschen, dass es hier so angeröstet ist. Schmeckt mir auf jeden Fall besser als dieses kleine, weil es so ein bisschen mehr so dieses wie ein getoasteter Toast, so diesen bratenen. Schmeckt schon, aber es hat halt nicht diesen typischen Apfelchips-Crunch. Also Konsistenz, na, Geschmack, muss man dann überlegen, was einem wichtig ist. Aber ich muss sagen, so einen Aufwand zu betreiben, also die quasi zu schälen und dann zu warten und bla bla bla, nur für dieses Ergebnis, ist ein bisschen enttäuschend. Deswegen nicht der beste Foodhack. Es funktioniert ja schon, aber nicht optimal. Schmeckt, der Geschmack ist in Ordnung, nur Konsistenz halt kacke. Aber Konsistenz ist halt bei Chips schon extrem wichtig. Deswegen würde ich dem Lifehack so, komm, es schmeckt, 6 von 10 Punkten geben. 6 von 10. Maximum. Aber hat halt eine Scheißkonsistenz. Also wenn man Apfelchips will, dann sollte man Apfelchips kaufen. Oder so ein, wie nennt man das, ein Dauerofen, wo die dann so bei 60 Grad 24 Stunden gebacken werden, die einen absoluten Stromfresser hoch 1000 Dörrofen? Egal. Sie schmecken immerhin. Das ist doch schon mal was. Echt eine Konsistenz wie Leder. Ja, ein Calamari.